Hi und herzlich willkommen, liebe Patreons, heute wieder zu einer Zuschauerfrage von Inge, die mir eine Studie schickt, die sie wiederum von einer Freundin bekommen hat, zum Thema, haben Vegetarier mehr psychische Erkrankungen? Denn ihre Freundin, ebenfalls vegan, hat einen Artikel gefunden über eine Studie, die angeblich zeigt, dass Vegetarier häufiger psychische Erkrankungen haben als Fleischesser. Und die Originalpublikation ist da auch verlinkt und das Ganze ist eine Meta-Analyse, wo man mehrere Studien zusammengenommen hat und geguckt hat, wie sind da die Ergebnisse. Und hier schreibt Inge auch schon, das Journal kann ich nicht beurteilen und im Detail gelesen habe ich es auch nicht, muss ich gestehen. Meine Erklärung wäre ja, dass das wieder mal so ein Beispiel von Korrelation ist, nicht gleich Kausalität ist. Bedeutet hier, Veganer sorgen sich eben mehr um die Tiere, Umwelt etc. und sind deshalb etwas bedrückter. Sprich, aus diesem Mitgefühl, aber auch aus Sorge um die eigene Gesundheit, kommt die Entscheidung, vegan zu leben, aber nicht vom Veganessen die mentalen Probleme. Jetzt habe ich noch gesehen, Pfandgeber ist ja die Cattlemen Beef Association. Ich freue mich auf ein Statement von dir, Zwinker-Smiley, schreibt die Inge. Ja, die Cattlemen Beef Association hat einen Teil dieser Studie finanziert, heißt es in dem Artikel. Und was ist jetzt die Cattlemen Beef Association, geschweige dann deren Beef Check-Off? Ich habe die gegoogelt und diese Website gefunden und hier steht erklärt,